Sie hören eine Kostprobe des Sales Up Call, dem Weckruf für Ihren Vertrieb. Herzlich willkommen zu einem neuen Sales Up Call, diesmal mit dem Titel Stolz. Und ich bin schon sehr gespannt. Hier bei mir im Studio ist Markus Jotzo. Markus, du hast einen BWL-Hintergrund, warst Führungskraft bei Unilever 9 Jahre lang und bist jetzt doch schon seit 10, 11 Jahren selbstständig. Genau. Du bist Buchautor. Deine Themen sind vor allem Führung und Selbstführung. Wir kennen uns aus der GSA, der German Speakers Association. Und jetzt wollen wir uns über Stolz unterhalten, weil dein letztes Buch hatte den spannenden Titel Tue, was du nicht kannst. Herzlich willkommen hier im Studio, Markus Jotzo. Danke, Stefan. Ich freue mich drauf. Lass uns gleich einsteigen. Tue, was du nicht kannst. Was war da die Idee hinter diesem Buchtitel? Also es hatte denn schon gewisse autobiografische Züge. Tue, was du nicht kannst, ist ja eigentlich der Weg für uns Menschen, um zu wachsen, um größer zu werden. Wenn wir immer nur die Dinge tun, die wir schon können, dann bleiben wir auf demselben Niveau. Und ich war jahrelang ein sehr schüchterner Typ als Kind, als Jugendlicher und habe mich irgendwann hat es bei mir Klick gemacht. Ich habe gesagt, eigentlich ist das schöne Wort, ja, ich will das nicht. Ich will anpacken, ich will Ziele erreichen. Und so habe ich dann irgendwann mich entschieden, zum Beispiel während des Studiums in den USA zu studieren. Habe kein Stipendium bekommen. Gut, dann musste ich mich eben selbst bewerben und habe es irgendwie hinbekommen. Also wenn du, lieber Hörer, besser werden willst bei dem, was du machst, dann gilt es anzupacken und Dinge zu tun, die du eben noch nicht kannst, mit all den Hürden, die dazugehören. Ja, das ist spannend. Wir haben ja hier die Zielgruppe vor allem Vertrieb und Führung, also Menschen, die entweder tatsächlich im Vertrieb arbeiten, vielleicht Führungskräfte sind im Vertrieb oder auf irgendeine Art und Weise sich selbstständig sind und sich vielleicht selbst führen und auch selbst Vertrieb machen müssen. Also wir unterhalten uns hier mit Zuhörern, die ja permanent vielleicht auch sich auf irgendeine Art und Weise weiterentwickeln wollen. Mich würde interessieren, wie ist da der erste Impuls? Also wie fordere ich mich selbst zum Tanz auf? Was ist da? Du hast gesagt, Mensch, du wolltest in den USA studieren. Wahrscheinlich hast du es auch dir lange überlegt, soll ich nicht? Vielleicht geht es auch vielen Unternehmern und Verkäufern so, dass sie sagen, soll ich diese neue Methode mal ausprobieren? Soll ich diesen besonders attraktiven Kunden einfach mal ansprechen? Wie gibt man sich da selbst den Kick in the Ass? Also ich glaube, der Startpunkt ist, sich genau zu überlegen, was will ich eigentlich? Was will ich und warum will ich das? Was ist sozusagen meine Bestimmung? Viele Menschen, glaube ich, die sind unterwegs, die haben einen spannenden Job, die verdienen gutes Geld, die haben vielleicht auch einen tollen Freundeskreis, tolles Auto, tolles Haus. Und die Frage ist eigentlich das, was sie wirklich glücklich macht? Und die Grundfrage ist erstmal, bevor ich mir jetzt den Kick gebe und mich überlege, mache ich das oder mache ich das nicht, ist die Frage, will ich das überhaupt, dieses Geschäft so leben? Will ich diesen Job so haben, diesen Beruf haben? Es gibt einen schönen Spruch, ich habe ihn mal bei Stephen Covey gelesen, der heißt, das Ziel ist nicht, die Leiter des Erfolgs so schnell wie möglich hochzuklettern, sondern erstmal ist entscheidend festzustellen, ob meine Leiter an der richtigen Wand lehnt. Und wenn du dich fragst, soll ich das machen oder soll ich das nicht machen, ist die Grundfrage erstmal, ist das mein Ding? Ist das meine Bestimmung? Ist das, was mich letztendlich glücklich macht, dieser Job, dieser Beruf? Und wenn diese Basis gegeben ist, dann kommt der nächste Schritt. Aber erstmal ist die Frage, will ich diesen Job wirklich haben? Vielleicht mal ein Beispiel dazu. Ich frage gerne in Seminaren und in Vorträgen, frage ich Führungskräfte immer wieder auf einer Skala von 1 bis 10. Wie gern willst du führen mit all dem, was dazugehört zu einem Führungsjob? Dazu gehört Konflikte ansprechen, nachhaltig lösen. Dazu gehört Low-Performer aus der Talsohle wieder auf ein akzeptables Niveau bringen, nachhaltig. Dazu gehört es, Leistung einzufordern, Selbstleistung zu bringen. Dazu gehört es, Change-Projekte zu unterstützen, Mitarbeitern zu verkaufen. All diese Themen gehören zum Thema Führung. Und ich frage dann die Führungskräfte auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr willst du das? Und jetzt auch gute Frage an der Stelle mal an die Zuhörer gerichtet. Wie sehr willst du das führen? 10 das Beste, 1 will ich überhaupt nicht, am liebsten wäre ich wieder ein Sachbearbeiter. Und wenn du jetzt dir diese Zahl selber überlegst und dann, was auch immer du jetzt überlegst hast, ich sag mal,
was die meisten in den Seminaren sagen oder auch in Vorträgen, der Durchschnittswert liegt unter 8. Mhm. Also 7,7, keine Ahnung, was so hohe 7er Wert, aber unter 8. Und wenn jemand nur mit 80% einen Führungsjob will, dann kann ich ja nicht erwarten, dass ich das richtig gut mache. Dann kann ich auch nicht erwarten, kannst du als Führungskraft auch nicht erwarten, dass deine Mitarbeiter 100% geben. Mhm. Wenn du nur 80% geben willst, warum soll ich deine Mitarbeiter 100 geben? Ja? Also mit Beispiel vorangehen und vorleben ist ganz, ganz entscheidend. Also die Basis ist, willst du das wirklich, was du tust? Wenn Ihnen das gefallen hat, können Sie die komplette Ausgabe herunterladen unter www.salesupcall.de.